Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17, dem Karrieremodus mit dem VfL Bochum. Wir stecken mittlerweile oder immer noch vielmehr mitten in der Vorbereitung zur Bundesliga-Saison und heute haben wir das dritte und vielleicht auch schon zugleich letzte Testspiel. Wir spielen in der Gruppenphase des European International Cups gegen den FC Morirense oder Morirense, wie man den portugiesischen Vertreter auch immer aussprechen mag. Und die Klagen möchte ich noch nicht, sondern die Ausgangslage ist auf jeden Fall vor dem Spiel deutlich. Bochum muss gewinnen, am besten mit 2 Toren Abstand gegen den portugiesischen Mittelfeldclub. Und gleichzeitig müssen wir hoffen, dass Ostende der belgische Vertreter gegen den FC Midtjylland gewinnt. Denn sollte der FC Midtjylland nur unentschieden schon spielen, dann sind wir so oder so schon ausgeschieden aus der Gruppenphase. Hoppala, da hole ich mir schon fast glatt wieder das Mikro vom Mikroständer. Auf jeden Fall, wir wollen uns heute, wenn es irgendwie geht, gebührend aus diesem Turnier verabschieden. Das letzte Spiel gegen Ostende war ja mit Verlaub unter aller Sau. Ging 0-1 verloren, von Ergebnis her war das sogar noch in Ordnung, aber spielerisch war das schon ja ein Armutszeugnis, muss man sagen. Und vor diesem Spiel möchte ich noch ein letztes Mal eine Änderung vornehmen bezüglich der Stärkeregler. Und zwar wollte ich nochmal ein bisschen anpassen. In den letzten beiden Spielen, in den ersten beiden Vorbereitungsspielen hatte ich ja so meine Probleme. Deswegen, ich werde nochmal minimal ein bisschen anpassen, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Sprich, unsere Statistiken, unser Gameplay wird noch ein bisschen verbessert. Und das Gameplay des CPU werde ich gleich noch minimal verschlechtern. Da haben wir das angepasst. Und auch hier werde ich jeweils um einen Punkt zurückgehen. Und hoffe, dass wir so ein einigermaßen gesundes Mittelmaß bei dem Schwierigkeitsgrad dann erreichen werden. Das werden auf jeden Fall die Einstellungen sein, die ich jetzt hier gerade eben vorgenommen habe, mit denen wir dann auch definitiv in die neue Bundesliga Saison gehen. So, und jetzt zum eigentlichen Spiel. Am 12. Juli 2017 immer noch im Forest Park Stadium. Wir sind ja immer noch zu Gast in Belgien, wo das Vorbereitungsturnier stattfindet. Heute also gegen, ich nenne sie jetzt einfach Morirense, weil es einfacher auszusprechen ist. Und ihr seht schon, habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon angekündigt, wir werden nochmal mit einer neuen Formation spielen. Nicht mit zwei Spitzen, sondern mit einem 4-5-1, mein eigentliches Lieblingssystem, was beim VfL bis dato noch nicht so zum Tragen kam. Wir spielen heute mit Busk, dem Neuzugang im Tor. Dann die Viererkette mit Max, Bastians, Fabian und Gihamera. Dann zwei eher defensive Mittelfeldspieler mit Merkel, dessen Name ein bisschen verdeckt ist, und Thomas Eisfeld. Über die Außen sollen kommen Van Bergen, heute das erste Mal über die linke Seite, bekommt den Vorzug vor Mikkel Düdlund. Rechts, wie gewohnt, Sarenrehm Basé. Kevin Stöger kommt aus seiner Lieblingsposition auf der 10 zum Einsatz und ganz vorne drin nicht Johannes Wurz, sondern Piniel Mlapa, dessen Name ebenfalls verdeckt ist. Im letzten Spiel gegen Ostende haben wir ja zwei Verletzungsbeklagte zu beklagen. Nämlich Timo Pertl, der mit einer Oberschenkelzerrung für das heutige Spiel ausfällt. Und auch Sebastian Polter fällt für 3 bis 4 Wochen aus. Was allerdings halb so schlimm ist, denn unser Auftaktspiel in der Bundesliga findet ja erst Ende August statt. Von daher sollte auch Sebastian Polter bis dahin rechtzeitig fit werden. Aber wir haben noch ganz andere Probleme. Wir haben es mitbekommen, ihr habt es mitbekommen. Antoni Lucida, unser Publikumsliebling, hat uns verlassen Richtung SC Freiburg. Und auch unser Superkeeper, unser Superrückhalt der Vorsaison, Manuel Riemann, steht möglicherweise vor einem Wechsel nach Holland zu Feyenoord Rotterdam, die ein 8 Millionen Euro Gegenangebot von uns akzeptiert haben. Also sehr gut möglich, dass uns bald der nächste echte Leistungsträger der Vorsaison verlassen wird. Also sehr viel Unruhe momentan im Umfeld des VfL. Viele, viele Fragezeichen, bevor die Saison überhaupt begonnen hat. Aber ein paar Antworten werden wir wahrscheinlich noch herausfinden im Verlaufe der Vorbereitung nach diesem vielleicht schon letzten Vorbereitungsspiel. Und damit rein ins Spiel. Was außerhalb des Platzes abläuft, hat uns jetzt erstmal nicht zu interessieren für die nächsten virtuellen 90 Minuten, sondern eben nur der Fußball. Erster Ballbesitz
für den VfL, die, wie gesagt, heute also definitiv gewinnen müssen und auf einen Ausrutscher des FC Mütterland gegen Ostende hoffen müssen. Mal gucken, wie der VfL hier heute klarkommen wird. Alexander Merkel, schöner Ball auf Max. Das ist Eisfeld, das ist Merkel. Nein, Van Bergen war es mit dem Pass. Van Bergen wollte nochmal den Ball zurückhaben, aber erstmal gut abgewehrt von der portugiesischen Abwehr, die ein extrem laufstarkes Team beisammen haben, die Portugiesen. Wobei, Portugiesen kann man fast gar nicht sagen, denn es spielen mehr Brasilianer als Portugiesen im Verein. Das ist Eisfeld auf Basé, der hat ein bisschen Platz, will da durchstecken Richtung Kevin Stöger, aber wieder die portugiesische Abwehr erstmal dazwischen. Ersten Minuten, der VfL Bochum erstmal sichtlich überlegen, aber es kann sich natürlich ganz schnell ändern. Versuchen hier das Spiel zu kontrollieren. Eisfeld, Iamera, der bislang eine starke Vorbereitung spielt. Wenn man einen Bochumer als Gewinner bis dato betiteln möchte, ist es wohl Jan Iamera. Bochum gut in den Zweikämpfen, versucht er früh den Gegner zu stören. Das gelingt auch wesentlich besser als im letzten Spiel gegen Ostende. Bloß diese Form natürlich dann erstmal beibehalten über 90 Minuten. Und wieder Iamera, der den Zweikampf gewinnt und gefoult wird. Aber Vorteil für den VfL. Schnell direkt gespielt. Iamera kommt nicht ganz dran, schade. Gegenzug, jetzt fehlt er natürlich rechts hinten. Fabian ist da beim Gegner und löst das ohne Foulspiel. Sehr gut gemacht vom Routinier, der heute also das allererste Mal mit Bastians in der Innenverteidigung ran darf. Gökhan Gül, der ja bis dato sehr formschwach daherkommt, sitzt heute erstmal nur auf der Bank. Merkel, gutes Zuspiel von Bergen. Und der aufgerückte Philipp Max mit der ersten Hereingabe. Auch die kommt nicht schlecht. Richtung Stöger müsste es gewesen sein. Aber Petrolina klärte noch dazwischen. Nedo Petrolina hat im letzten Spiel für Moray Rense doppelt getroffen. Und klärt hier zur ersten Ecke dieses Spiels. Nach 17 Minuten eine Sache für Basé. Die kommt nicht schlecht. Und der Kopfball von Mitchell van Bergen. Der kleine Holländer steigt da am höchsten. Und hat die erste gute Chance dieses Spiels. Und sofort wieder nachgesetzt vom VfL. Und versuchen sich die nächste Chance zu erarbeiten. Über Mlappa, über Schwöger, über van Bergen. Gut durchgesteckt für Mlappa. Oh, schwacher Abschluss. Aber wieder gut, schnell, direkt gespielt. So wie man den VfL Bochum aus der Hinrunde der Vorsaison kennt. Aber der Abstoß von Mlappa natürlich dann zu ungefährlich. Petrolina wieder. Iamera kommt da nicht hinterher. Diesmal nur zweiter Sieger, aber schlussendlich dann doch. Mit dem entscheidenden Ballgewinn von Jan Iamera. Van Bergen. Philipp Max. Mlappa muss den Ball erstmal wieder abschirmen und festmachen. Wieder das Spiel verlagert von Alex Merkel. Philipp Max, was macht der denn auf der rechten Seite? Der gehört auf die andere Seite des Spielfeldes. Tunnel von Basé. Iamera erneut. Basé. Stöger. Gut rechts rausgespielt. Iamera. Will er noch eins weiter leiten. Nochmal Iamera. Ja, es sollte eigentlich eine Flanke werden. Wurde aber zum Torschuss vom Mann mit der Rücknummer 18. Der auch letztens im Training sehr gute Leistung gemacht hat und wie gesagt auch in der Vorbereitung bis dato der wahrscheinlich stärkste Bochumer, der absolute Gewinner bis dato, denn alle anderen haben ja mehr oder weniger dann doch eher enttäuscht. Jetzt mal wieder die Portugiesen im Vorwärtsgang, aber wieder Iamera mit dem gewonnenen Ball. Jetzt schnelles Umschalten, Merkel, van Bergen, Mlappas Pass, Stöger, klasse gespielt für Basé. Mlappa ist im Strafraum, die Flanke geht auch in seine Richtung, aber er orientiert sich leider nicht zum Ball. Max, Stöger, van Bergen und ich glaube es war abseits von Mitchell van Bergen, kann das sein. Eukalyptus guckt ein bisschen skeptisch aufgrund der Entscheidung, aber ja, das war dann noch relativ deutlich. Ball sollte aber eigentlich auch zu Mlappa, der deutlich dahinter Mitchell van Bergen stand. Natürlich sollen die Offensivspieler ein bisschen rotieren, ein bisschen die Positionen wechseln, aber Mlappa sollte dann doch im Normalfall weiter vorne stehen als Mitchell van Bergen. So wie jetzt gerade van Bergen. Mlappa lässt sich wieder sehr weit zurückfallen. Van Bergen geht in die Spitze,
da wo das Anspiel gerade hingehen sollte, beziehungsweise Stöger war es in dieser Situation. Das passt noch nicht so ganz gut zusammen. Natürlich, wie gesagt, können ruhig ein bisschen rotieren, die Offensivspieler, vielleicht sogar auch mal die Flügel wechseln. Hier der gute Ballgewinn von Stöger, der sich sichtlich wohler fühlt da auf seiner heutigen Position. Wieder Stöger. Idee war gut für Van Bergen, aber er steht ein bisschen zu weit im Zentrum. Ich glaube, unsere beiden Flügelspieler, vor allem Van Bergen, sollten sich noch ein bisschen mehr Richtung Flügel orientieren. Es sind ja schließlich Flügelspieler. Dann hätte er ihn vielleicht bekommen. Hätte er eben ein bisschen weiter dort gestanden. Guter Ballgewinn von Philipp Max. Stöger, Kevin Stögers Schussversuch abgeblockt. Und der Ball trudelt zur Ecke. Nach jetzt 39 Minuten fast, muss man sagen, Bochum überlegen optisch. Ohne sich die ganz großen Chancen herauszuarbeiten. Hier nochmal der Flanken-Schussversuch von Giamera vor einigen Minuten. Wir können mal eine kurze Ecke versuchen, oder? Nee, machen wir nicht. Das war nur angetäuscht. Basé bringt den Ball sehr gut rein. Und ich glaube, Patrick Fabian war damit nach vorne gegangen. Aber ein Portugiese zuletzt am Ball. Deswegen das Ganze noch einmal. Wieder Sarenrin Basé. Auch die Ecke kommt gut. Und ich glaube, da haben wir unseren eigenen Mann angeköpft. Bastians. Und auch hier wieder der eigene Mann, der im Weg steht. In dem Fall Piniel Mlapa. Befreiungsschlag. Landet wieder in den Reihen des VfL. Gut gelöst von Fabian. Merkel. Max Stöger. Eisfeld. Van Bergen ist das. Wieder Mitchell Van Bergen, der 17-Jährige. Mlapa im Zentrum. Kriegt den Ball nicht so ganz sauber kontrolliert und noch vom Fuß geklaut. Hätte man besser lösen können. Aber die Defensive, die steht bis dato 1A vom VfL. So wie man es in der Vorsaison meistens gesehen hat. Mit gerade mal, ich glaube, es waren insgesamt nur 12 Gegentore in 34 Ligapartien. Und gleich wieder der nächste Ball abgefangen von Merkel, der ebenfalls ein gutes Spiel bis dahin macht. Van Bergen über die etwas aktivere linke Seite mit Philipp Max, der mit der Flanke aus dem Halbfeld Mlapa setzt danach. Und dann ist Pause. Ich dachte, er hat den Vorteil da zurückgepfiffen. Nein, der Pausenpfiff ertönt und Nedo Petrolina noch ohne Tor, ohne Schuss. Sein Mitspieler sieht übrigens so ein bisschen aus wie Zé Roberto, der letztens das erste Mal brasilianischer Meister wurde mit seiner Mannschaft. Egal, wir gucken auf die anderen Plätze und dort gibt es nicht so erfreuliche Nachrichten. Der FC Midtjylland gegen Ostende, da steht es 1:1 und mit diesem Zwischenergebnis können wir auch 5:0 gewinnen. Wir würden trotzdem ausscheiden. Trotzdem, wir wollen uns hier nochmal ein bisschen zeigen und die gar nicht so schlechte Leistung der ersten Hälfte nochmal bestätigen. Ich denke, wir werden schon mal wechseln in der Halbzeitpause. Riemann heute nur auf der Bank, genauso wie Gökhan Gül. Salam würde ich gerne bringen, anstelle von Kevin Stöger eventuell, der schon sich ein bisschen müde gelaufen hat. Wobei, wir warten noch ein bisschen, so ungefähr wieder bis zur 60. Minute. Dann wird es wieder so einen Blockwechsel geben. Zur Hälfte noch keine Veränderung bei beiden Teams. Bochum weiter in Blau und Weiß. Die Portugiesen aus Morairense in Grün-Weiß kariert. Und der erste Angriff des VfL im zweiten Durchgang über Stöger, über Merkel. Ah, das war kein gutes Zuspiel. Giamera versucht nachzusetzen. Die Portugiesen können sich dabei erstmal aus der Umklammerung befreien. Und ein super Zuspiel für Petrolina. Basé ist damit nach hinten geeilt, weil Giamera ja vorgerückt ist. Und da muss Busk, unser neuer Keeper, Neuzugang von Union Berlin, das erste Mal eingreifen. Das ist Eisfeld. Durchs Zentrum zu Stöger, zurück zu Eisfeld, aber zu wenig Leute da jetzt mit aufgerückt. Und dann der Hackenversuch von Eisfeld. Merkel setzt nach, aber ohne Fortune. Schluss, endlich. Oliveira auf Schons. Die beiden Innenverteidiger, Sanja, Almeida, wie gesagt, sehr viele Brasilianer im Team der Portugiesen. Das ist Boateng, der kommt aus den Ghana und verliert den Ball an Philipp Max. Fabian, wieder Max. Eigentlich beides deutsche Vornamen, Fabian Vornamen, Max und Fabian, aber bei beiden sind es in dem Fall
die Nachnamen. Merkel. Und guckt euch wieder Pinel im Lapper an. Der steht da irgendwo im Nirgendwo rum. Zu wenig Bewegung in der Phase beim VfL. Stöger. Jetzt mal Basé, der kann das 1 gegen 1 vielleicht gehen. Und er kann sich auch durchsetzen. Bringt dann noch die Flanke zustande. Ja, allerdings, weil er kein Abwehrspieler mehr dran ist, gibt den Abstoß. Und da haben wir ganz kurz im Teaser gesehen, noch rund 6 Wochen, dann ist der VfL Bochum auch endlich offiziell zurück in der Fußball-Bundesliga mit dem ersten Heimspiel nach 7 Jahren Abstinenz gegen den FSV Mainz 05. Merkel. Und wir wollen natürlich mit einem guten Ergebnis die Vorbereitung zumindest abschließen. Denn sollten wir hier im Vorbereitungsturnier ohne jeden Punkt nach Hause fahren, ist das nicht gut fürs Selbstvertrauen. Philipp Max versucht sich da im 1 gegen 1 durchzusetzen, bleibt allerdings hängen. Gegenzug über Almeida, aber die Portugiesen macht das Spiel wieder sehr langsam. Den Portugiesen würde ja theoretisch eventuell nicht unbedingt ein Unentschieden heute reichen, um weiterzukommen. Dann sollte der FC Mütiland gegen Ostende gewinnen. Hier gut zurückgeköpft von Bastians. Sollte Mütiland gewinnen gegen Ostende und Moray Rense gleichzeitig nicht gegen uns gewinnen, wäre Moray Rense als Tabellendritter ebenfalls ausgeschieden. Das ist Alex Merkel, der versucht das Spiel zu ordnen und spielt auch einige gute Zuspiele. Diamera bleibt da erstmal hängen und jetzt mal eine Unterbrechung nach 66 Minuten. Die Zahl des Teufels. Und das werden wir ausnutzen, um ein bisschen zu wechseln. Salam kommt für Stöger. Schliepermann wird für Merkel in die Partie kommen. Dülund darf auch nochmal rein anstelle von Basé. Van Bergen darf dadurch auf die rechte Seite rüber wechseln. Und ja, wir bringen auch Johannes Wurz fürs Sturmzentrum. Damit haben wir fast die komplette Offensive ausgetauscht. Gül und Celozzi, wobei Giamera bekommt vielleicht auch mal eine Pause. Hat auch heute wieder ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Aber Rüdiger Gül darf erstmal noch auf der Bank bleiben als letzte Feldspieler Auswechseloption. So, und jetzt also der Riesenblockwechsel. 5 an der Zahl auf einen Streich. Auch die Portugiesen wechseln, allerdings nur ein einziges Mal. Almeida geht und Drame kommt in die Partie. Was ist mit Basé los? Hä? Der guckt etwas ungläubig. Wie jetzt? Ich muss runter? Nö, ich will nicht. Ich bleib jetzt hier stehen. Trainer, das kannst du doch nicht ernst meinen. Ich soll rausgehen? Wie jetzt? Okay, ich glaube, die beiden haben gerade ein telepathisches Gespräch geführt. Ach, die Portugiesen wollen auch nochmal wechseln. So, jetzt aber mal ein bisschen schneller voran hier. 20 Minuten noch zu gehen. Mitchell van Bergen setzt sich da schön durch. Und auch die Flanke ist nicht so schlecht. Die Portugiesen da in der Hintermannschaft mit kleinen Problemen. Aber der Keeper schlussendlich mit beiden Fäusten noch dazwischen. Jetzt der lange Ball. Eisfeld verschätzt sich. Und Fabian ist nicht schnell genug gegen Ramirez, der gerade eben reingekommen ist. Aber löst das ebenfalls ohne Foulspiel. Auch Fabian bis dato in den beiden Spielen, wo er in der Vorbereitung zum Einsatz kam, mit sehenswerten Leistungen. Und auch hier wieder Mikkel Dülund ist ein bisschen zu früh ins Zentrum gezogen. Da müssen wir vielleicht an der Formation, an der Taktik demnächst noch etwas ändern. Sollten wir uns dazu entscheiden, häufiger mit dieser Formation zu spielen. Und jetzt gibt es auf jeden Fall noch den Freistoß und bestimmt auch die gelbe Karte für Zé Roberto. Der Doppelgänger von Zé Roberto. Wie heißt er denn? Cauê. Natürlich auch ein Brasilianer. Oh Wunder, nach dem Foulspiel am guten Mitchell van Bergen. So, wie viele Meter sind das denn an Torentfernung? Ich glaube 31 Meter für einen Direktversuch. Ich glaube ein bisschen zu weit weg. Wir versuchen mal eine Variante mit der Ablage für Stiepermann. Der legt nochmal zurück zu Stiepermann. Und irgendwie kommt der Ball fast zu Bastians oder zu Stöger oder zu wem auch immer. Ich habe nicht genau gesehen, wer das war. Salam. Eisfeld nochmal über van Bergen. Johannes Wurz. Oh, in den Rücken von van Bergen gespielt. Da war mehr drin in der Situation. Wieder Konter von Moray Rense. Haben jetzt mal ein bisschen Platz. Ramirez läuft sich da fest gegen Bastians. Stiepermann. Jetzt Salam. Super Zuspiel für Mikkel Dülund. Der kann mal Tempo aufnehmen. Hat ja noch Kraft vorbei am Gegenspieler. Oh.
Da muss Eugen Eukalyptus einmal in seinen Stuhl zusammensacken. Also da war die Möglichkeit auf jeden Fall gegeben für Dülund, den Ball noch scharf hereinzugeben. Schade, wieder eine gute potenzielle Möglichkeit verspielt. Rebocho mittlerweile ebenfalls mit von der Partie bei den Portugiesen. Bastians, Fehlpass. Aber trotzdem insgesamt, die Defensive hat sich hier in dieser Partie heute wesentlich stabilisiert. Im Gegensatz zu den ersten beiden Spielen, vor allem das letzte Spiel gegen Ostende, war ja an allen Ecken und Enden eine Katastrophe. Max wurde da jetzt nochmal versucht zu schicken, kommt allerdings nicht ganz durch. Dülund macht dafür seine Abwehrseite zu. 7 Minuten vor dem Ende. Die ersten beiden Spiele haben wir 0:1 verloren, ohne Tor geblieben also. Sollte das auch so im letzten Spiel etwa bleiben? Noch haben wir ein bisschen Zeit. Gut gespielt und Wurz! Für den VfL in der 85. Minute. Mit dem Abstoß aus gut 18 Metern. Strammer Schuss. Und da fehlte wahrlich nicht viel. 11 Tore in der Vorsaison. 6 Vorlagen mit Abstand. Unser Topscorer in der zweiten Liga gewesen, Johannes Wurz. Aber jetzt die Portugiesen. Und das ist Dramé, der ist unfassbar schnell, nicht zu halten. Keine 30 Sekunden später, die Riesenchance auf einmal auf der Gegenseite. Max kommt nicht mehr hinterher, ist auch nicht der allerlangsamste Philipp Max. Aber Dramé hat da ordentlich Tempo und hat sich da durchgewurstelt und kam zur ersten richtig gefährlichen Situation, Aktion für die Portugiesen. Wieder Philipp Max, oh, der verpennt da die Situation wieder gegen Dramé. Dülund hilft aus, aber bekommt den Ball nicht mehr vor der Seitenauslinie zu fassen. Nur noch 2,5 Minuten. Dülund erneut dazwischen. Salam, Wurz, Van Bergen. Wer läuft jetzt nochmal mit? Links Mikkel Dülund. Wartet, bis Eisfeld in Position läuft. Eisfeld mit der Hacke Richtung Johannes Wurz. Kein Foulspiel, sagt der Unparteiische. Und so nochmal die Portugiesen im Ballbesitz. Und den Ballbesitz wollen sie jetzt voll auskosten. 3 Minuten Nachspielzeit auch gleich vorbei. Und dann ist es gleich amtlich. Wie schon in der Vorsaison bleiben wir im Saisonvorbereitungsturnier ohne Sieg. Diesmal sogar ohne Tor. Und vielleicht kassieren wir sogar noch die dritte Niederlage. Nein, so sieht's nicht aus. Denn, oh, was war das denn von Dramé? Das war gerade eine lustige FIFA-Bug-Aktion. Aber zuvor stark gehalten mit dem Fuß von Jakob Busk. Und dann hat Dramé auf einmal den Drang, den Kopf unseres Keepers zu tätscheln. Damit wollte er wohl signalisieren, das hast du gut gemacht, lieber Jakob. Der vielleicht schon bald unsere neue Nummer 1 ist. Was war das denn für eine Kopfballabwehr? Da haben wir ihn nochmal groß im Bild. Der Mann in Schwarz, Jakob Busk, mit einer klasse Parade in der Nachspielzeit. Jetzt wohl die letzte Aktion, Schons mit der Ecke. Das war diesmal besser verteidigt. Und dann ist Schluss hier in Belgien. Also jetzt ist es amtlich wie in der Vorsaison. Der VfL Bochum bleibt unter Eugen Eukalyptus in der Vorbereitung ohne Sieg. In dieser Saison sogar ohne Tor und scheidet in der Gruppenphase aus. Aber trotzdem haben wir heute einen stark verbesserten VfL gesehen, vor allem in der Defensive. Darauf kann man aufbauen. Und vielleicht ist diese Formation, die wir heute ausgetestet haben, auch eine gute Variante in der Bundesliga. Vor allem gegen starke Gegner wollen wir natürlich ein bisschen aus einer etwas sicheren Defensive heraus agieren. Mal gucken, ob das ein mögliches Erfolgsrezept für die Zukunft ist. Das war auf jeden Fall die Vorbereitung hier in Belgien. Statistisch und optisch waren wir, glaube ich, klar überlegen. 8:2 Schüsse, 61% Ballbesitz, das ist eine ganze Menge. Eine höhere Passquote, mehr gewonnene Zweikämpfe, mehr Ecken und so weiter. Wir gucken nochmal kurz auf die Endnoten vielmehr. Basé mit einer 8,0 zum Man of the Match gewählt. Ist mir jetzt gar nicht so positiv aufgefallen, ehrlich gesagt. Hatte natürlich ein, zwei gute Aktionen, Basé. Aber Guilherme war heute auch wieder stark mit einer 7,5. Max eine 7,7 auch gut. Unsere beiden Innenverteidiger haben mir auch sehr gut gefallen. Busk mit einer starken Parade. Van Bergen hat hier einige Akzente nach vorne gesetzt. Salam nach seiner Einwechslung auch ganz gut. Also darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Aber nichtsdestotrotz
Jetzt, wo wir ausgeschieden sind, oh, und guck mal, Ostende hat 2-1 gegen Mütterland gewonnen. Sprich, hätten wir unser Spiel gewonnen, wären wir noch weitergekommen. Aber das ist am Ende des Tages nicht so wichtig, denn jetzt können wir uns wieder voll und ganz auf die Manager-Aufgaben konzentrieren. Und darauf wollte ich auch gerade eben hinaus. Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen im Kader verstärken. Und guck mal, weitere Transfers sind passiert. Zum Beispiel Cedar Lim, der in Berlin geborene Deutsch-Afrikaner, Deutsch-US-Boy, wechselt von Arsenal für 3,4 Mille zum FC Barcelona. Und Guido Burgstaller, der in der letzten Saison für Nürnberg eine extrem gute Runde gespielt hat, wechselt für knapp 5 Millionen Euro nach Frankreich zu Stade Rennes, während Marseille irgendein portugiesisches Talent verpflichtet. Gucken wir mal ganz kurz, ob noch weitere Transfers passiert sind. Pereira, Reyes, das haben wir alles schon beim letzten Mal mitbekommen. Da haben sich die Bundesligisten ja schon extrem verstärkt. So, aber bleibt weiterhin die Frage. Also ich bin mit dem 4-5-1-System gerade eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ob wir es dann auch direkt schon zum Bundesliga-Start testen werden gegen Mainz 05. Das sind Überlegungen, die wir jetzt anstellen müssen. Und wir haben ja knapp, wir haben sogar noch über einen Monat Zeit bis zum Bundesliga-Start. Nochmal ganz kurz gucken, wann der genau war. Ich glaube am 27. Ja, am 27. August fängt für uns die neue Saison erst offiziell an. Wir gucken nochmal ganz kurz bei den Tabellen im Vorbereitungsturnier, wie es denn in der anderen Gruppe ausgesehen hat. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht uns angeschaut. Das ist also die Endtabelle unserer Gruppe A. Ostende und Moray-Rense am Ende weiter. In der Gruppe B, und das finde ich etwas überraschend, konnten sich Alcorçon und der KV Kortrijk durchsetzen. Interessant. Kommt also zu den beiden Halbfinals Alcorçon, oder wie sie auch immer heißen, gegen Moray-Rense und zum belgischen Duell zwischen Ostende und Kortrijk. Okay, aber das interessiert uns jetzt eigentlich nicht mehr besonders. Wenn ich ganz ehrlich bin, interessiert mich das jetzt noch null, wie dieses Vorbereitungsturnier zu Ende gehen wird. So, wir haben auf jeden Fall 6 neue Mails bekommen. Die lesen wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal. Und unser Angebot für Chang Yuning wurde geprüft und abgelehnt. Grund, die Summe ist zu niedrig. Dann würde ich sagen, erhöhen wir doch einfach mal. Oh, und guck mal. Die ganzen Vereine haben ihre Angebote für Riemann zurückgezogen. Das kann eigentlich nur eins bedeuten, aber jetzt gucken wir erstmal auf ein neues Angebot für Chang Yuning. Erhöhen wir mal auf 1,1 Millionen Euro. Da sein Vertrag ausläuft, scheint er einigermaßen günstig zu haben zu sein. Und wieso haben wir auf einmal 6 Millionen Transferbudget? Hatten wir das vorher schon? Ich bin mir gerade etwas unsicher. Auf jeden Fall bieten wir mal 1,1. Ich habe irgendwie gerade so die Befürchtung, dass Riemann schon verkauft wurde. Nein, doch nicht. Okay, also Riemann ist noch da. Ach, wegen dem Turnierpreisgeld. Bekommen wir noch 1,2 Millionen zusätzliches Transferbudget. Das freut mich auf jeden Fall schon mal. Und der Bochum-Vorstand sagt noch etwas zu unserer Turnierleistung im European International Cup. Sehr geehrter Herr E. Eukalyptus, schade, dass Sie es nicht in die European International Cup Gruppenphase geschafft haben. Was? Wir waren in der Gruppenphase. Sie meinen die K.O.-Runde, lieber Vorstand. Wir vertrauen aber immer noch darauf, dass Sie die Saisonerwartungen erfüllen. Ich meine, das Vorbereitungsturnier hat doch auch nichts mit den anderen Saisonerwartungen zu tun, oder? Wäre ein bisschen traurig. So, der FC Rostock hat unser Gegenangebot geprüft für Riemann, wollten es nicht akzeptieren. Hertha hat ihr Angebot nochmal erhöht für Manuel Riemann auf 7,5. Liebe Berliner, wenn ihr schon so viel Geld bietet, könnt ihr auch bestimmt noch eine halbe Mille mehr bieten, oder? Wir fordern genauso wie bei Feyenoord erneut 8 Millionen Euro. Ich meine, wieso sollten wir unseren Schlüsselspieler an einen Ligakonkurrenten für weniger Geld abgeben? Das würde überhaupt keinen Sinn machen. Ach, und guck mal, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, unser erstes Angebot für Pascal Köpke an Erzgebirge Aue wurde direkt akzeptiert. 2 Millionen Euro Ablöse hat der Zweitliga-Absteiger sofort akzeptiert und wir können Pascal Köpke ein Angebot machen. Wow, und der ist sogar relativ bescheiden, was das Gehalt angeht. 8.000 will er nur.
21 Jahre jung, hat noch natürlich eine große Perspektive. Der Sohn von deutschen Nationaltorwarttrainer Andi Köpke. Ist ja mittlerweile auch deutscher U21-Nationalspieler. Gesamtstärke 70, Marktwert fast 2 Mille, die wir ja auch bezahlen wollen. Und wir bieten ihn sogar gleich mal 10.000. An Gehalt für 4 Jahre. Bei Aue war er ein absoluter Leistungsträger. Bei uns ist er so wieder irgendwas zwischen Rotationsspieler und wichtiger Stammspieler. Und da ich ihn nicht verärgern möchte, würde ich erstmal sagen, probieren wir es mit dem Rotationsspieler. Dafür bekommt er ja ein bisschen mehr Kohle, als er gefordert hat. Und guck mal, ob das so klappt. Wäre übrigens nicht unser teuerster Transfer, denn Sebastian Polter hat in der Vorsaison ja noch ein bisschen mehr gekostet, 2,5 Millionen Euro, um genau zu sein. Und Pascal Köpke könnte also der nächste junge, hungrige deutsche Spieler sein, der den Weg nach Bochum findet. Würde mich sehr freuen. Vitesse Arnhem haben wir auch schon erhöht, beziehungsweise wenn Köpke kommt. Wenn Köpke kommt, brauchen wir Shang Yunning eigentlich nicht mehr. Also zwei Stürmer zu verpflichten, wäre eigentlich absolut unsinnig. Vor allem mit dem Hintergedanken, dass wir vielleicht sogar auf einen Einsturm, auf ein Ein-Mann-Sturm-System umstellen. Dann bräuchten wir auf keinen Fall noch einen weiteren Stürmer. Müssen wir mal abwarten. Es kann ja immer noch sein, dass Pascal Köpke sagt, nö, ich will nicht nach Bochum, das ist so hässlich da, ich bleib lieber in Aue, da bin ich der wichtigste Mann, da fühle ich mich besser. Wer weiß, wer weiß. So, wir kommen mal ganz kurz bei den Transferverhandlungen. Also Riemann läuft jetzt noch mit Feyenoord und Hertha. Oh, und es könnte immer noch durchaus sein, dass wir uns vielleicht noch nach einem neuen Torwart umschauen müssen. Ansonsten läuft ja noch gerade das Angebot für Christiansen. Für den haben wir ja ebenfalls 2 Millionen Euro Ablöse geboten. Mal gucken, was der FC Ingolstadt dazu sagen wird. Ansonsten momentan keine Angebote. Zwei Spieler haben wir noch auf der Transferliste. Also so können wir notfalls auch noch ein bisschen Kleingeld generieren. Und ansonsten, wir brauchen immer noch einen Innenverteidiger und wir brauchen, glaube ich, selbst wenn wir Christiansen verpflichten sollten, würde ich trotzdem immer noch gerne einen weiteren Sechser sehr gerne verpflichten. Kevin Vogt wird wohl höchstwahrscheinlich nichts werden, das dürfte uns klar sein, aber Gideon Jung wäre eine Option oder Kevin Balanta als Leihgabe möglicherweise. Oder Grisha Prümel, den ich auch sehr interessant finde. Also wir haben auf jeden Fall noch ein paar Optionen. Und vielleicht auch offensiv bräuchten wir eigentlich auch noch einen. Und ich glaube, Mario Kvesic könnte auch durchaus interessant werden. Möglicherweise im Doppelpack mit Pascal Köpke von Erzgebirge Aue nach Bochum. Das wäre doch vielleicht auch noch eine Option. Oder Sali als Offensiv-Allrounder würde ich auch sehr interessant finden. Aber wir müssen da erstmal kurz abwarten, was es mit den Verhandlungen mit Feyenoord Rotterdam auf sich hat, wie das im Ende oder am Ende aufgehen wird. Beziehungsweise wir haben uns ja schon mit Feyenoord geeinigt. Ist nur die Frage, ob sich auch Manuel Riemann mit den Niederländern einig wird. Diese Frage werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, beim nächsten Mal allerdings erstmal beantworten, liebe Freunde. Denn an dieser Stelle mache ich den nächsten Schnitt. Heute mal ein Part nicht mit Überlänge. Dafür werden wahrscheinlich die nächsten ein bis zwei Parts wieder Überlänge haben. Denn wenn wir auf den Kalender schauen, es sind gute 6 Wochen bis zum Bundesliga-Start. Da wird bestimmt noch einiges passieren. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder live mit dabei. Würde mich sehr freuen. In dem Sinne, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen bei diesem Part. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und Glück auf, sagt euer Killer.